Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Krähe. Wir sind auf dem Weg nach Osten, wenn ich auch nicht weiß, wo wir hin müssen. Ich denke, wir kriegen hier noch... Wie es ausschaut, wie geil. Osten ist hier drüben. Nie ohne Seife waschen. Osten ist hier drüben. Kann ich denn mal einen Haken benutzen? Höh! Wieso gibt's den noch? Hallo, du sollst schlafen. Blödes Teil. Wie das ausschaut. Yippie, du bist viel beweglicher als das Weibeiner, mit dem ich sonst so zu tun habe. Guck mal. Blop, blop. Wir können sogar rollen mit ihm. So, jetzt laufen wir hier durch. Das ist Osten. Ne, hier ist nix. Ey, wo sollen wir denn bitte schön hin mit dir? Müssen wir den jetzt besiegen? Warte. Ah, er ist da. Das ist nett von ihm. Der lebt noch. Sollen das? So war das. So war das jetzt nicht abgemacht. Ich hab dir fast einen Arm gekostet. Oh, er lebt noch! Geht's noch? So, wir sind jetzt ganz im Osten. Wir sind im Osten. Schwabbeldabbel. Danke. Wir sollen nach Osten aufbrechen. Wir sind nach Osten aufgebrochen. Und du? Was für ein spannendes Abenteuer. Ich fühle, wie mir das Blut in sämtlichen und weg ist es. Warum geht das weg? Warum bleibt das nicht? Da war man noch nicht drin, oder? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wenn deine zwei Beinchen müde, kannst du mich zum Tank zurückbringen. Heißt das, wir sind falsch? Ich vermute mal, das heißt, wir sind falsch. Okay, ich vermute mal, wenn ihr das sagt, sind wir falsch, oder? Warte, was sagt ihr hier, wenn wir weitergehen? Ach, hier kommen wir gar nicht. Da oben ist der Tafel! Da oben ist der Tafel! Ich sehe sie! Da oben, da oben, da oben! Aber wir kommen nicht rauf. Kommen wir da rauf? Nee. Nein, eine Totenmünze gefunden. Nee, nur eine Totenmünze. Die Freude war zu schnell. Ich dachte, es ist eine weitere Scheibe. Wäre auch sehr einfach gewesen. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt... Hey, wie kommen wir hier rein? Mach mal auf hier. Ich glaube, hier waren wir noch nicht drüben, ne? Das haben wir hier alles noch nicht gemacht, weil wir den Haken damals noch nicht hatten. Kann das sein? Kann das sein? Und wie das sein kann.
Okay, und da gibt es den mega super Haken hier drin. Den wollen wir jetzt aber nicht. Wir wollen das Geheimnis der kleinen Krake hier und wissen nicht, wo wir hin müssen. Wie doof ist das denn jetzt? Pass mal auf, wenn ich ihn jetzt zurückbringe. Halt. Wenn ich ihn jetzt zurückbringe und dann wieder nehme, sagt uns dann nochmal, wo wir hin müssen? Okay, also. Ah, du bist zurück, mein gefliedeter nächtlicher Begleiter. Ich muss sagen, unser Spaziergang neulich war wirklich befreiend. Es ist hart, so ein großes Geheimnis zu bewahren. Vielleicht verrate ich deshalb so gerne die Geheimnisse anderer Leute. Komm, wir gehen nochmal spazieren. Sondern außen zum Reich der verblichenen Froschkönigs. Des verblichenen Froschkönigs. Jetzt wissen wir, wo wir hin wissen. Das habe ich vorher nicht gelesen. Kann ich mit dir da durchgehen? Oh, ich kann da nicht rein. Wir müssen zu Fuß gehen. Das sind doch Füße, oder? Oh, okay. Wir müssen zum Froschkönig. Wie kamen wir denn jetzt zum Froschkönig, Leute? Können wir das noch mal kurz sagen, wie wir zum Froschkönig gekommen sind? Ich überlege. Deswegen sage ich nichts. Wie kamen wir nochmal zum Froschkönig? Die Richtung? Oder die? Die? Ne? Oben auf dem Berg? War oben auf dem Berg? Nee, oben auf dem Berg war kein Froschkönig. Wir müssen. Wir waren da vorher schon richtig. Wir müssen zum Froschkönig. Okay, er ist noch da. Verlorener Friedhof. Ah, wir sind am Friedhof. Ich werde so wahnsinnig. Wie kommen wir denn jetzt zu diesem blöden Frosch? Ich wusste nicht mehr, dass wir hier in das Reich reinkommen. Ich überlege. Ey, mir fällt es nicht mehr ein, wie wir zu diesem blöden Froschkönig gekommen sind, Leute. Mir fällt es gerade echt nicht mehr ein. Okay, es bringt nichts. Wir müssen wieder zurück und doch den Berg hoch. Weil wir kommen doch hier nicht zum Froschkönig von hier aus. Und durch eine Tür geht er nicht mit uns. Das ist auf jeden Fall klar. Ah. Da geht er nicht durch mit uns. Also haben wir. Hier geht's zum Berggipfel. Berggipfel ist nicht richtig, Leute. Berggipfel ist nicht richtig. Berggipfel ist nicht richtig. Berggipfel ist nicht Frosch.
Nee, hier kommen wir nicht zum Frosch. Wir kommen immer nur weiter rauf und oben ist ja die Betty. Und nicht der Frosch. Ja. Hier oben ist Betty. Ihr werdet wahnsinnig. Der ist ganz schön weit. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Zwei Stück, hä? Hier kommen wir nicht zum Frosch. Ich weiß nicht, wie ich zum Frosch zu Fuß komme. Nein, das ist immer falsch. Völlig falsch. Wie kriege ich ihn, wie werde ich ihn denn jetzt wieder los? Gar nicht, ne? Das heißt, ich muss jetzt wieder komplett zurück. Ich müsste jetzt wieder komplett zurückrennen. Und ich bin mir noch immer sicher, dass hier mit diesen Häusern noch irgendwas geht. Mit diesen Windmühlen. Dass es da noch irgendwas gibt. Apropos, warte mal, ich höre eine Eule. Das fällt mir gerade auf. Ich höre eine Eule. Wo bist du? Es wird lauter. Die ist da drüben. Da oben ist sie. Wie kommen wir da rauf? Wie komme ich da rauf? Wir haben die Eule. Komme ich da hin? Schande! Wie kommen wir da hin? Ja, Eule, ich weiß. Ich weiß doch, dass du da bist. Na! Ich komm doch schon. Bin doch schon auf dem Weg. Gott, muss ich da essen? Boah! Was bist du denn für ein krasser Gegner?
Oh, wir sind so gut wie tot. Bitte nicht. Du hast jetzt das letzte Bruchstein einer uralten Tafel. Ah, die drei Bruchsteine fügen sich zusammen und du fühlst, wie ihre Augen tief in deine Seele blickt. Okay, wir haben ein weiteres. Da waren es nur noch vier. Okay, zumindest hat es was gebracht, hier hochzurennen. Wegen der Eule. Immerhin, ne? Aber es bringt uns kein bisschen den Frosch näher, denke ich mir. Rennen sowieso in die falsche Richtung. Okay, wir müssen diese blöde Eule zurückbringen. Wir müssen wieder zurück. Wir sind falsch. Wir sind so falsch. Falscher als falsch. Das einzige Gute war die Eule. Punkt, aus, Schluss. So ist es. Und weil wir mit diesem Oktopus hier doch keine Tür können wir jetzt auch nicht auf den schnellen Weg zurückgehen. Trocknet der nicht irgendwann mal aus? Also ich meine ja nur. Ja, super, jetzt sind wir bei ihm, ne? So kommen wir natürlich überhaupt gar nicht weiter hier. Und durch die Tür können wir nicht. Wir müssen echt wieder zurück. Wir müssen ihn zurück ins Glas bringen. Oh, ich werde wahnsinnig. Ich werde so wahnsinnig. Okay, Leute. Also, ich sag erstmal dann, ich renne zurück. Das muss sich jetzt keiner antun. Wie ich blöd man jetzt hier wieder zurückrennen muss. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Immerhin haben wir den schönen Oktopus spazieren getragen. Aber der einzige Vorteil war, wir haben die dritte Eule gefunden. Also von dem her war es ja schon gar nicht so schlecht und so verkehrt. Schlimmer wäre es gewesen, hätten wir jetzt hier jetzt keine Eule gehabt. Das war ja schon mal immerhin etwas. Würde ich mal sagen, oder? Jeden Fall. Der Weg auf jeden Fall zurück ist schneller. Wenn wir jetzt hier die Abkürzungen nehmen. So, also dann vielen Dank fürs Zuschauen.
ich muss jetzt gucken, wie ich da eigentlich zu diesen. Oder wollen wir noch kurz warten? Ja, ja, ist ja gut, ich weiß. Oh, 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 ja, wir müssen echt den ganzen Weg zurückrennen. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung. Wie kommen wir denn dann zu Fuß zu dem Frosch? Wie kommen wir zu Fuß zu dem Frosch? Das heißt, wir waren am Anfang schon richtig. Als wir da Also hier unterwegs waren, waren wir schon korrekt, oder? Da waren wir schon richtig. Jetzt renne ich schon wieder falsch. Hilfe! Hilfe! Ich kenne mich schon wieder mal aus. Sollen wir hier jeweils dahin finden, wo wir hin müssen? War schon richtig. Das wundert mich ein bisschen, dass er das hier sagt. Ne? Hier. Jetzt sind wir im Friedhof. Und ich dachte, von hier kommen wir nicht zum Frosch. Wir kommen zur Hexe? Ja. Na klar kommen wir zum Frosch. Oh, ich trottel. Klar kommen wir zum Frosch. Das war dieser Hai auf dem Seil. Es ist gruselig hier. Ich glaube, ich habe ein Gespenst gesehen. Das war der Typ auf dem Seil. Mein Gott. Ups. Naja, aber wie gesagt, haben wir zumindest die Eule gefunden. Ist auf jeden Fall was wert. Ist ein ganz schöne Gerennerei hier. Das muss man schon mal hier sagen. So, jetzt sind wir definitiv auf dem richtigen Weg. Ich sehe gerade, unsere Bombe ist nicht mehr gehighlightet. Warum ist unsere Bombe nicht mehr gehighlightet? Wir haben das doch... Ich will es gar nicht wissen. Wir haben das doch verdient. Ach, die sind gehighlightet. Man sieht es... Mein Gott, Leute, ich bin so dämlich. Man sieht es nur, wenn man drauf geht. Ich dachte, die leuchten immer jetzt dann, wenn sie gehighlightet sind. Okay, dann können wir das Feuer und Ding ja doch machen. Und das bleibt uns. Ich dachte mich jetzt, es bleibt uns nicht.
Der arme Kerl muss auch abends arbeiten, schau. Ein herrlicher Abend für eine romantische Gondelfahrt. So. Und wo müssen wir jetzt hin? Kannst du uns mal sagen, wo wir hin müssen? Octopussy? Müssen wir jetzt in sein Feliz rein? Lass mich in Ruhe. Sagt er irgendwas? Nee, sagt nichts, ne? Er redet nicht mit uns. Blödes Teil. Er sagt nichts. Ob wir hier richtig sind oder nicht. Also hier geht's zum Frosch. Aber jetzt sagt er immer nichts. Hier ist so dunkel. Rede mit uns, Junge, rede! Wir sind fast da. Halt deine Augenmembran offen und lass dich vom Mond leiten, oder? Hat er Mond gesagt? Warum geht das weg? Vom Mond leiten. Ich sehe keinen Mond. Die Geister will genug an den Mond kaufen und das Mondlicht wird uns zum Ziel führen. Wahnsinn, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Da oben ist eine Seele. Nicht jetzt wegen so einem Scheiß sterben. Da ist der Mond, ich sehe ihn. Ich sehe ihn da oben. Da ist er im Wasser, er spiegelt sich. Entschuldigung. Und da hinten sehe ich ein Mondsymbol auf der Erde. Wir sind da. Ich werde die Geister rufen, damit sie uns ihre Geheimnisse offenbaren. Geister der Tiefe, bitte zeig uns deinen Schätze. Oh Gott. Hallo, tu uns nichts. Landgänger, nimm hin diese Gabe aus der Tiefe. Möge die Ranken der Wahrheit dich auf deine Reise leiten. Doch, was? Das war doch mal ein lustiges Abenteuer, mein zweibeiniger Kamerad.
Falls du noch mal abends spazieren gehen möchtest, weil du weißt du ja, wo du mich findest. Ah, er springt ins Wasser. Alles klar. Wir müssen ihn also jetzt nicht zurückbringen. Und wir haben eine weitere Tafel. Ein Wahnsinn, Leute. Ein Irrsinn, ein Wahnsinn. Wow, krass. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch 3, oder? Kann das sein? Nur noch 3 lächerliche kleine Tafeln? Mehr nicht? Wie lächerlich. Wir haben ja nu. 3. Komme ich da wieder rüber? Nee, da geht's nicht mehr zurück. Lass das, ich hasse das. Okay, hier haben wir noch eine Seele, wo wir nicht wissen, wo, wie wir an die rankommen, ne? So mit so einem unterirdischen Gang. Da haben wir noch immer noch keine Ahnung, wie wir da rankommen. Okay, Leute. Boah, wir haben 2 Tafeln gekriegt. Das ist ja echt nicht schlecht. Also eine gute Ausbeute, würde ich mal sagen. Auch wenn wir hier uns einen Wolf gelaufen haben. Aber immerhin haben wir 2. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt habe ich nur absolut keinen blassen Schimmer, wo wir die nächsten Tafeln finden. Weil der Kamerad mit der, also die Eule ist weg. Das war eigentlich ziemlich gut zu finden, weil der uns da immer schön geuht hat. Jetzt das mit dem Oktopus wird es auch ziemlich lässig. Hier müssen wir rauf. Hier. Da weiß ich nicht, wie wir an diese Dinge rankommen. Und wo die überhaupt ist. Wo die überhaupt ist, dass wir da drauf springen können. Keine Ahnung, wo das Teil ist. Na gut, also nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir müssen uns echt überlegen jetzt, wo wir die nächsten Geschichten finden. Wo wir noch die nächsten Tafeln finden könnten. Schauen wir mal. Also, sofern ich einen Hinweis habe und weiß, wie wir da irgendwie hinkommen, melde ich mich. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.